Willkommen zurück zu Tag Nummer 6 zu Mad TV. Und ja, schauen wir mal. Den Sammy haben wir gewonnen. Haben wir uns ja fast in den letzten Tagen schon ausmalen können. Das war jetzt halt nicht mehr das große Problem gewesen. Der Chef ist ein bisschen freundlicher jetzt halt zu uns. Liegt auch daran, dass die Quote einfach besser ist. Je besser die Quote, desto besser auch der Chef auf uns zu sprechen. Wir wollen gleich mal einen Film verkaufen. Wir haben noch einen von Tag 5, vom Vortag haben wir noch einen gehabt. Da haben wir den. Den möchte ich jetzt noch schnell verkaufen, damit wir auch genügend Geld für aktuelle News haben. Jetzt noch schnell runter. Die wir leider gestern nicht mehr haben produzieren können. Für die, wo nicht zugeschaut haben, wir wurden gestern mal wieder sabotiert. Wir werden eigentlich täglich sabotiert. Ich versuche heute ein bisschen mehr darauf zu achten, dass wir nicht wieder Opfer davon werden. Problem ist, wir haben jetzt einfach schon im Laufe der Zeit allein durch die Sabotagen 150.000 Dollar verloren. Und ja, die fehlen uns jetzt natürlich für bessere Filme oder eben für einen neuen Mast. Aber wir spielen ja nicht umsonst auf schwer. Da muss man das auch mal in Kauf nehmen. Hier nochmal unsere Nachricht, dass wir den Sammy gewonnen haben. Wir können auch hier nochmal kurz in der im Image schauen. Wir haben hier deutlich gewonnen. Wir waren gestern, ich denke, am Abschluss bei 22 oder 23 und haben jetzt halt nochmal gut zugelegt. Sind jetzt auch schon auf Platz 2. Und haben hier auch das erste kleine Problem. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, wenn ich jetzt einen guten Film zum Start habe, dass wir auch deutlich mehr Zuschauer haben. Ja, es ist einfach so, dass die Komödie, vor 20 Uhr eine Komödie, wohl deutlich besser ankommt. Ist jetzt nicht ganz so schlimm. Können noch ein bisschen ausweichen. Ein bisschen traurig ist es schon, dass wir den guten Film jetzt so ja, verprassen. Schau mal ganz kurz. Ja, wenn wir dadurch... Gut, ist kein Imageverlust. Ja, ein bisschen ärgerlich ist es jetzt. Müssen wir halt das mal so hinnehmen. Können jetzt mal kurz die Zeit nutzen, um mal für den morgigen Tag nochmal jawohl, da starten wir mit einer Komödie. Machen wir es halt für den morgigen Tag richtig. Dann haben wir hier noch diesen Tacker. Und dann bleiben uns noch drei Blöcke frei. Ja, ärgerlich ist natürlich jetzt auch, dass wir so eben diesen Werbespot erst später schalten können. Und somit auch später Geld bekommen. Ich möchte nicht, dass es dann zu knapp wird, eben für neue Filme, die wir eben jetzt noch brauchen. Ich habe auch ein bisschen Eindruck, wir treten ein bisschen hier auf der Stelle, wir kommen nicht richtig voran. Das ärgert mich jetzt auch ein bisschen. Ja, jetzt haben wir diese 1 Million. So tragisch jetzt auch nicht. Wir können jetzt halt hier unten, wo wir eh schon davon ausgehen, dass wir bei dieser Serie keine 1 Million Zuschauer haben, dass wir den Spot hier auch fertig kriegen.
Und für die zwei Spots müssen wir dann nochmal schauen. Ich denke aber auch, dass wir hier diese 1 Million knacken. Da könnten wir jetzt schon mal hochfahren. Und mal so schauen, was der Typ uns so anbieten kann. Ja, jetzt hat er diese 0,5 Millionen. Gut, ich glaube, wir hatten ja auch. Das war, glaube ich, an Tag 3, wo wir dieses Pech hatten. Hier haben wir nochmal 2,5. Könnten wir auch mal mitnehmen. Zur Not läuft er einfach aus. Den nehmen wir mit. Also wir sehen schon, wir haben schon wieder ein kleines Problem. Wenn es so bleibt, wir haben hier keine 1 Million-Verträge mehr. Nur noch 2, dann nehmen wir den noch mit. Den lassen wir zur Not auslaufen, da gibt es keine Strafe für. Schauen jetzt nochmal kurz rein, was als Ersatz nachgerückt ist. Er erhält mir zumindest ein, bitte keine Love Story. 7 Mal. Also ich denke, das ist schaffbar. Schauen wir mal kurz, wie die Einschaltquoten jetzt gleich sind. Vielleicht knacken wir die 2,5 Millionen. Nein, knacken wir nicht. Gut. Würde ich sagen, nehmen wir den mit. Probieren wir den aus. Muss funktionieren. So. Drauf sitzen bleiben können wir uns nicht erlauben. Von daher müssen wir jetzt schauen, dass wir auch gute Filme bekommen. Ich möchte dann hier gleich. Also die Brücke am Kwai ist jetzt kein Megafilm. Ich hoffe aber natürlich, dass der zumindest diese 1 Million hier hält, über den Tag hinweg, dass wir da ans Geld kommen für den morgigen Tag. So, wir haben ja noch keinen Film. Diese Komödie haben wir noch. Tacker denke ich nicht, dass das ein großer Erfolg wird. Ich plane es jetzt mal so ein, dass wir hier oben diese 1 Million zumindest haben. Und Tacker, ja, vielleicht ein bisschen Glück. Ein bisschen Glück. Und ja, dann kriegen wir den Spot auch noch weg. Machen wir das Ganze ein bisschen schneller. Schaut zumindest, ups, auf langsam wollte ich gar nicht. Auf normal. Unseren Actionfilm, den verkaufen wir auch gleich. Zurück in die Zukunft. Schauen noch kurz bei den News vorbei. Und es schaut auch ziemlich gut aus, dass wir dann hier nochmal nachproduzieren. Somit auch die Quote ein bisschen halten von 1,2 Millionen, dass dann nach den Nachrichten auch noch viele dranbleiben. Der bringt auch noch gutes Geld ein. Verkaufen wir und planen gleich mal für morgen oder kaufen zumindest mal ein paar Filme für morgen und übermorgen. Damit.
Der Love Story ist natürlich jetzt sehr ungünstig, weil wir ja für diesen Werbespot keine Love Story senden sollen. Police Academy denke ich auch nicht, dass der so... Das ist natürlich jetzt ideal, dass wir jetzt da fast nur Love Story haben. Nehmen wir aber trotzdem die Komödie mal mit. Können wir mal zwischen zum Sendestart mal nutzen. Ich denke auch, dass wir diesen Star Wars Film mal mitnehmen. Geld haben wir jetzt halt. Müssen wir bloß hier noch. Bin mal gespannt, jetzt an den News, man merkt deutlich. Genau. Also wir hatten 1,2, weil durch die News, die wir jetzt produziert haben, eben auch mehr Zuschauer bei den News und es sind auch mehr dran geblieben, als die Sendung wieder anlief. Love Story. So wirklich gute Auswahl haben wir jetzt nicht. Ich glaube, wir leihen uns. Nein, wir leihen uns. Ich glaube, wir zahlen mal ein Stückchen vom Kredit zurück. Zahlen wir mal 100.000 zurück. Wir hätten jetzt andererseits das Geld gut verwenden können, aber wir sehen gleich, ich will mal nachschauen, die Zinsen, die wir zahlen, sind unter anderem auch ein bisschen belastend. Wir zahlen nämlich schon allein, sieht man das? Mal gestern. Wir zahlen 10.000 täglich an Zinsen. Und da wir jetzt schon an Tag 6 sind, haben wir schon 60.000 nur allein an Zinsen gezahlt. Und das können wir uns jetzt auch wiederum sparen. So, zum anderen können wir jetzt halt hier dieses Tacker, dieses Science Fiction Star Wars hier mal schalten und hier unten nochmal Hoppala im Reich der wilden Tiere. Bin noch überzeugt von. Oh. Ich bin jetzt davon ausgegangen eigentlich, dass wir hier schon die Serie haben. Jetzt haben wir schon das Problem, dass wir diese 1 Million hier nicht schalten können. Dann machen wir hier unten noch den Bike Shop. Und für den morgigen Tag. Wir kriegen hier deutlich $250.000 als Prämie. Die müssen wir auch nutzen. Entweder für gute Filme und anderen, aber auch für einen Sendemast. Also brauchen wir auf jeden Fall hier noch einen Sendemast, der fast wichtiger wäre. Eigentlich dumm jetzt gewesen, den Kredit zurückzuzahlen. Andererseits hätten wir fast noch einen Kredit gebraucht und hätten ihn genutzt für einen Sendemast. Kriegen wir noch ein bisschen Geld rein. Ja, Filme haben wir auch noch, verkaufen können wir auch noch den Film.
Also ganz so schlimm steht's jetzt nicht am Mund. Also so wie es jetzt ausschaut, wenn man morgen nach dem Tag 7 werden wir dann diese Prämie nutzen, um uns ein Sendemast zu kaufen. Wir kriegen jetzt durch diese zwei Werbungen auch nochmal 80.000. Da haben wir morgen auch ein bisschen Geld zur Verfügung. Von den Filmen her können wir diese auch verkaufen, die morgen ausgestrahlt worden sind. Und dann denke ich, dass wir da auch zumindest mit dem neuen Sendemast bei diesen 1 Million bleiben. Vorerst mit etwas, sagen wir mal, billigen Filmen und dann später mit den guten Filmen, dann mit diese um die 2,5 Millionen auf jeden Fall erreichen. So, die Serie läuft aus. Gut, Spielgeschwindigkeit haben wir auf langsam, machen wir normal. Schauen uns noch mal kurz die Quote an. Heute haben wir wieder deutlich verloren. Bisschen schade. Große Gewinner war Sun TV. Ist auch am Image ein bisschen wieder verloren. Gut, nicht ganz so schlimm. Wie gesagt, die 20% sollten unser Ziel sein. Die haben wir auch noch. Und wir werden auch hier sehen, dass die Konkurrenz schon drei oder vier Türme wahrscheinlich schon hat. Drei Türme. Wir werden dann morgen auf jeden Fall auch nachlegen. Gut, speichere ich nochmal den Spieltag. Kohle haben wir auch. Zwei Filme können wir verkaufen. Wir jetzt noch sehen. Ne, den Zug in die Zukunft haben wir schon verkauft. Den können wir morgen noch verkaufen. Ja, werden wir mal gucken, wie es morgen weitergeht. Ich sage schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid wieder bei Tag Nummer 7 mit dabei. Und bis dahin euch noch alles Gute und ciao.